sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßt hier im Rathaus zur Ausstellung der Künstlerin Barbara Schmitz, Düsseldorf, Landsbilder. Bei dieser aktuellen Ausstellung von Barbara Schmitz treten Wort und Bild miteinander in einen Dialog. Fotografien individuell, dazu ausgewählte Zitate bilden eine lyrische Hommage an Düsseldorf. Also Sie betreiben, wenn man so will, Marketing für Heinrich Heine und für Düsseldorf. Und dies mag vielleicht weit hergeholt sein, doch gerade in Zeiten von Internet ist es gut, den Blick mal wieder zu konzentrieren auf das wirklich Große und Wichtige. Viel Erfolg für Ihr kreatives Schaffen. Ich freue mich auf viele neue Bilder, Postkarten, die ich dann auch wieder verschicken kann. Und ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß. Danke. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, als Düsseldorfer Jung ein Grußwort sprechen zu dürfen. Zeigt doch diese Ausstellung einfach, dass ein Bogen von der Tradition bis in die Moderne ähnlich in unserem Heimatverein gezogen wurde. Ihre Düsseldorfer Glanzbilder lassen unsere Heimatstadt wirklich glänzen. Mit Interesse habe ich die Serie Heinrich Heine mir angeschaut. Aber auch Spee und Jacques Tilly waren und sind wie Heine mutig, rebellisch und haben sich gegen die Meinung der Oberen gestellt. Ich wünsche der Ausstellung einen großen Erfolg und Ihnen, liebe Frau Schmitz, nachdem Sie bereits 21 Serien fertiggestellt haben, weitere erfolgreiche Bilderserien und alles Gute für Ihre Zukunft. Ich danke für Ihre Geduld. Liebe Frau Schmitz, ich bin wirklich so etwas von elektrisiert, dass die Ausstellung zu Hause angekommen ist. Mit zu Hause angekommen meine ich 2,5 Jahre Vorlauf. Sind mittlerweile vorübergegangen. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Moment und als wir uns kennengelernt haben, ich als Geschäftsführer des Hotels am Hofgarten. Ich habe gesagt, ich brauche irgendwie eine Bilderserie, die so ein bisschen die Highlights der Düsseldorfer Architektur den Besuchern von Düsseldorf nahebringt, nämlich in dem Moment, wo sie zur Ruhe kommen im Hotel, in den öffentlichen Laufwegen, genauso wie in den Hotelzimmern. Und da hatte ich die richtige kreative Kraft vor mir gehabt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den heutigen Abend, wünsche Ihnen viel Freude, viel Spaß und ja, kann zum Abschluss nur sagen, endlich ist die Ausstellung da angekommen, wo sie hingehört, nämlich ins Herz der Stadt, ins alte Rathaus zu Düsseldorf. Einen schönen Abend. Wo ich schon mal hier stehe, möchte ich natürlich auch die Chance ergreifen und mich erstmal bei den Menschen bedanken, die heute an meiner Seite sind. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was daraus wird. Ich wollte einfach nur schöne Bilder fürs Hotel machen und irgendwann hat es mich gepackt und die Serie hat sich selbstständig gemacht. Manchmal werden einem auch die Zufälle vor die Füße gespült. Der Vollmond stand über der Kö und dann huschte Rolando Villanzon an uns vorbei. Ich habe ihn erkannt, obwohl er eine Mütze anhatte. Und ich habe ihn dann einfach mutig angesprochen. Diese Serie, die Erfahrung durch die Serie, hat mich einfach mutig gemacht. Freundlich fragen, manchmal klappt es. Und ich bin ganz glücklich, dass ich auch ein kleines Bild von ihm mit in der Ausstellung habe. Ich wünsche viel Vergnügen heute und ich freue mich, dass alle gekommen sind und möchte mich bei allen bedanken. Applaus